So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur 22. Folge von Ilix. Ja, wir sind bei den Klerikern angekommen. Ich muss das wieder gucken, was wir gemacht haben. Genau, krumme Geschäft. Die Outlaws in der Kuppelstadt wollen mit Waffen beliefert werden. Dies ist nicht im Sinne der Kleriker. Eine von beiden Seiten wird leer ausgehen müssen. Genau. Also ich habe mich jetzt, glaube ich, mittlerweile schon entschlossen. Ich glaube, ich möchte zu den Klerikern gehen. Die sehen gar nicht mehr so schlecht aus. Paige. Ah, Frischfleisch. Wie hast du bloß die Kuppelwachen umgangen? Oder haben sie dich aus Mitleid reingelassen? Sehr sympathisch. Du bist nun mal nicht der Erste, der hier Unterschlupf sucht. Jedenfalls freut es mich, auf ein neues Gesicht zu treffen. Seit Alois die Sicherheitsmaßnahmen verschärft hat, sehe ich die immer gleichen Fressen. Da bist du genau der frische Wind, den ich gebrauchen kann. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Weil man hier für gewöhnlichen Haufen Splitter machen kann. Alles ein machendes Spiel. Die Nähe zu den Alp sorgt dafür, dass die Leute nervös sind und in ihre Sicherheit investieren. Gerne auch zu überhöhten Preisen. Und genau da komme ich ins Spiel und versorge sie mit Waffen. Jedenfalls bis vor kurzem. Mittlerweile hat man mir innerhalb der Kuppel das Handeln verboten. Woher beziehst du deine Waren? Das meiste direkt aus Tavar. Was die dort mit einem Schraubenschlüssel und ein paar Handgriffen hinkriegen, lässt sich gut verkaufen. Womit ich auch schon auf das nächste Problem zu sprechen komme. Ohne ID-Karte ist es unmöglich, an den Wachen vorbeizukommen. Dummerweise habe ich meine aus der Hand gegeben. Und was macht eine Geschäftsfrau ohne Geschäft? Sie erzählt Kerlen wie dir, wie ungerecht die Welt doch ist. Noch zu dem Handelsverbot. Nochmal zu deinem Handelsverbot. Ja, ja. Komm mir jetzt nicht damit, dass der Handel mit Waffen eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Was bitteschön machen ein paar Waffen mehr oder weniger schon aus? Sollen wir etwa mit Steinen nach den Alps schmeißen, wenn es losgeht? Nichtsdestotrotz hat man alles konfisziert und eingeschmolzen. Die angebliche Neutralität aus, die hier herrschen soll. Alius sagte mir, dass du eine Lieferung erwartest. Es hat mir gesagt, dass du eine neue Lieferung erwartest. Mit ihm hast du schon gesprochen? Glaub dieser Schlange kein Wort. Der lässt sich's gut gehen, während wir einfachen Leute uns um ein paar Reste streiten. Wer glaubt, ich lasse mir das einfach so bieten, irrt. Da ich aus Tavar in nächster Zeit kaum Nachschub erwarten kann, musste ich andere Quellen auftun. Nimm diese Separatisten zum Beispiel. Sie führen hochwertiges Zeug mit sich herum. Und einer von ihnen, Radok heißt er, hat auch durchaus Interesse daran, mich zu beliefern. Aber ich muss jemanden finden, der hier frei ein- und ausgehen kann. Er hält sich nämlich in sicherer Entfernung von der Kuppelstadt auf. Und da ich hier nicht weg kann, läuft mein Geschäft erst wieder, wenn der Kontakt hergestellt wurde. Du begibst dich auf dünnes Eis. Denkst du, ich habe Angst, dass du mich bei den Klerikern anschwärmst? Selbst wenn du mich verpfeifen solltest, ohne Ware steht dein Wort gegen meins. Und so wie ich das sehe, führen wir hier nur ein Gespräch über das Recht und Unrecht dieser Welt. Ich könnte dir bei deinem Waffenschmuggel helfen. Eigentlich spricht nichts dagegen. Du bist kein Kleriker und du bist neu hier. Das reicht, damit ich dir vertraue. Also, Folgendes ist zu tun. Verlass die Stadt und such Radok auf. Da er nicht die Verbindungen wie ich vorweisen kann, sitzt er auf seiner Ware und wird sie nicht los. Schwatz sie ihm ab und bring sie mir. Wo soll ich nach Radok suchen? Das Hochland ist groß, aber bei unserer letzten Unterhaltung sagte er mir, er bricht nach Nordosten auf. Er erzählte irgendwas von einer kaputten Windkraftanlage oder so. Such die Gegend dort nach ihm ab. Mit Glück hält er sich dort noch auf. So, die Xbox fährt zum Glück wieder so richtig geil hoch. Ich meine, warum sollen denn die Bewohner Waffen tragen, wenn sie sicher sind? Also, wenn's Wachen gibt? Hast doch sicher ein paar Splitter für einen Veteranen. Ich erkläre dir dann auch, was du über die Stadt wissen musst. Klar, hier. Da, nimm. Danke, das werde ich dir nicht vergessen. Und weil du so ein gutes Herz hast, werde ich meine Kontakte spielen lassen. Komm in einem Tag wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich.
So, wird mir der Typ schon angezeigt? Ah, der ist ja gleich in der Nähe. Ich habe auch mittlerweile überlegt, ich habe mich mal eingelesen über diese rechts unten Kälte-System, das bestimmt meine Gefühle, dass wenn die Kälte steigt, dann werde ich emotionslos. Also zum Alp, kann man sagen. Und wenn Kälte sinkt, dann werde ich menschlich. Und das hat auch nochmal Einfluss auf das Ende. Und es hat bestimmte Fähigkeiten, was ich auch nochmal euch zeigen kann. Persönlichkeit war es, glaube ich. Und dann hier unten. Genau, emotional. Wenn ich ausgeglichen bin, bekomme ich Bonus, Schaden und Fernkampf, Magie und den ganzen Quatsch. Wo schon dabei sind. Ich würde gerne wissen, was brauche ich eigentlich jetzt für Chemie? 5 Punkte Intelligenz, das kriege ich hin. Das könnte ich eigentlich auch mal lernen. Geschick. Okay, ich würde jetzt Geschick und Intelligenz auf 25 machen. Das ist, glaube ich, das Schlauste, was ich tun könnte. Das wäre auch nicht schlecht. Vor allem Strahlung. Tiertrophäen. Ja, ich gehe jetzt erstmal auf Geschick und Intelligenz auf jeweils 25, dass ich den Quatsch habe. Dann müssen wir tatsächlich weiter gucken. Damit ich erstmal das ganze Alchemie-Zeug machen kann, weil dass ich das auch schon mal ausprobiert habe. Okay. Windgeräusch. Herrlich. Ich hoffe, wir sehen den Typ nochmal wieder, falls er wichtig war. Aber dem ist das ja nicht die Hauptstadt der Kleriker, das ist ja nur ein kleiner. Ich brauche erst die Befugnis, dass ich überhaupt rein darf zu den Klerikern. Mach mal das und das. Hallo. Ist der tot? Soll ich mir Sorgen machen? Ring des Widerstands, so wie die Leben und Ausdauer kriegt. Okay. Dich interessiert jetzt anscheinend nicht, dass ich hier am Rumbluten bin. Lass mal angucken. Wo waren das nochmal? Agnoris Projekt. Die Handlungen der freien Menschen sind für mich widersprüchlich. Trotz dienen sie unserer Sache. Sie geben sich so viel Mühe, sich zu eliminieren, dass die meisten von ihnen uns nicht weiter betrachten. Die Kleriker hingegen sind anders. Die sind mehr auf der Fersen. Hartnäckige Zeitgenossen, ihre Augen sind fast so kalt wie die unseren. Besser, ich breche nach Süden, Osten auf, bevor sie... Punkt, Punkt, Punkt. Guck mal hier. Kleiner Heiltrank, Heiltrank. Kleine Heilkraut hier, das will ich gerne machen. Das brauche ich eigentlich für den Bogen nochmal. Ah, Geschick. Gleich werde ich echt mal ein bisschen mehr auf Geschick gehen. So. Fehlt noch was. Dann einmal kurz speichern. Wir werden wahrscheinlich höchstwahrscheinlich jetzt gegen den Typen kämpfen. Hardock. Du siehst aus, als hättest du schon einmal große Elex-Kräfte besessen. Vermutlich
Ein ehemaliger Soldat des Eispalastes oder sogar ein Commander? Aber so wie du dich kleidest, ist das offenbar schon eine Weile her. Bist du wie die Kleriker zum Sterben hergekommen oder um Ware in Empfang zu nehmen? Ich bin gekommen, denn Drohung lässt mich kalt. Gekommen, um dich zu töten. Ich bin nicht gekommen, um dich zu töten. Nicht. Gut. Ich habe kein Interesse daran, mich mit dem Tod eines abtrünnigen Alpsoldaten zu schmücken. Und bevor du dich fragst, wo der Rest meiner Einheit ist, du wirst sie nicht finden. Ich bin allein unterwegs und so soll es auch bleiben. Trotzdem kann etwas Abwechslung nicht schaden. Seit das Elex nicht mehr konstant in meinen Körper strömt, genieße ich von Zeit zu Zeit die Gesellschaft anderer. Paige schickt mich. Paige schickt mich. Paige? Die Menschen sehen alle gleich aus und führen eigenwillige Namen. Doch du kannst nur die Frau aus der Kuppelstadt meinen. Sie ist mir im Gedächtnis geblieben. Aber wir führen die Unterhaltung besser später weiter. Da scheint jemand seine Niederlage ungeschehen machen zu wollen. Schnell, entscheide dich. Wirst du mir im Kampf beistehen? Ich mische mich nicht in fremde Angelegenheiten. Ich mische mich nicht in fremde Angelegenheiten. Du enttäuschst mich. Deinen Mangel an Loyalität kann ich nicht dulden. Darum wirst du jetzt durch meine Hand sterben. Das ist mies. Schön, dass wir beides noch so einen Sidestep machen. Danke fürs Helfen. Der Alp ist tot. Kalans Wille wurde vollstreckt. Unsere gefallenen Kameraden werden in Ehren gehalten. Er aber wird im Dreck verfaulen. Hier, ein Zeichen seiner Gnade. Jetzt gilt es, den Kampf nach Xarkor zurückzutragen. Möge Kalan deine Wege leiten. Danke. Dieser Hund hat wohl geglaubt, er kann uns entkommen. Aber diesen Fehler hat er mit Blut bezahlt. Separatisten oder Alps, Schmutz bleibt Schmutz, egal hinter welchem Gewand er sich versteckt. Sobald der Truppenführer das Signal gibt, werden wir die Stellung aufbrechen. Solltest du also noch etwas von ihm wollen, nutz die Gelegenheit. Okay. Ich würde mal sagen, hier drinnen wird es wahrscheinlich auch noch eine schnelle Reise geben. Müssen wir ein bisschen Ausschau halten. Ich bin froh, dass er mich angegriffen hat, weil tot sehen wollte ich ihn so oder so. Ich dachte, ich kann vielleicht noch ein bisschen Informationen aus ihnen herausbekommen. Aber, na gut. Lief nicht so wie geplant. Sehe ich hier zufällig ein Schnellreisesystem? Hier nicht. Okay. Ich will ja nicht helfen. Ob ich Ärger bekomme, wenn ich diese Putzbots zerschlage? Maybe. Wegen der Waffenlieferung? Setzen deine... Ich habe, was du wolltest. Ich habe, was du wolltest. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, die Ware ist vollständig. Überzeug dich selbst. Schon gut. Das Misstrauen ist die Folge meines langen Aufenthaltes hier. Hier. Wer mir dies von den Schultern nimmt, soll großzügig entlohnt werden. Ach ja, der Waffenhändler. Wie steht es um ihn? Lebt er noch? Den gibt es nicht mehr. Gut. Kalans Strafgericht fehlt niemals. Du hast dir damit diesen kleinen Bonus mehr als verdient. Geil. Money. Was wurde sonst in Kursil von Magalan beschlossen? Was wurde sonst noch im Konzil von Magalan beschlossen? Im Grunde genommen alles, um einen andauernden Frieden zu sichern. Gefangenenaustausch, Sicherung der Landesgrenzen, Rückgabe fremden Eigentums und so weiter und so weiter.
Zyniker würden sagen, die Verträge sind das Papier nicht wert, auf dem sie verfasst wurden. Aber solange sich der offizielle Status nicht ändert, halte ich mich an das, was beschlossen wurde. Einzig und allein kleinere Anpassungen erlaube ich mir. Das erfordern einfach die Umstände. Ja. Merkung. Du kannst... Hier kannst du besondere Steine einsetzen und mit den entsprechenden Fähigkeiten den richtigen Rezepten Waffen modifizieren, Verdränge brauen oder Schmuck herstellen. Ja, Waffe steigern. Ah. Die brauchen wir eh erst, die Fähigkeit. Ja, ja. Eisenerz. Ah, ja, hier kann ich Tränke brauen. Ja. Wahrscheinlich habe ich noch einen Ring bekommen, fällt mir auf. Oder war es ein Gürtel? Ein Ring. Plus 10 mehr Ausdauer. Das gibt es nicht, was ich noch tun könnte. Nur noch eine Amtszeit. Wow. Okay. Dann muss ich mir wieder selbst eine Quest suchen. Gibt es sicherlich hier jemanden, der Hilfe braucht? Bin ich hier? Hier drinnen hast du nichts zu suchen. Sorry. Ich meine es ernst. Du hast hier nichts zu suchen. Ich bin ja schon weg. Ich muss wohl kluge Entscheidung. Oh. Diese kleinen Stress mache. Ich halte mich da raus. Was machst du hier in Abesa? Was machst du hier in Abesa? Ich kümmere mich um die Roboter und Drohnen hier in der Stadt. Das heißt, ich koordiniere und plane ihre Wartung und ihre Upgrades. Wenn ich Glück habe, darf ich auch selber mal schrauben. Im Moment muss ich es sogar, weil uns einfach ein paar Techniker fehlen. Hm. Sag mal, wie gut ist denn dein technisches Verständnis? Ich könnte ein bisschen eigene Maschine auseinandernehmen, ja. Nicht besonders gut. Nicht besonders gut. Das ist schade. Naja, dann muss ich mich wohl doch mit den Bewerbern herumschlagen. Andererseits, wenn du einen kleinen Job suchst, dann könnte ich trotzdem deine Hilfe gebrauchen. Ich habe 4 Kandidaten. Allerdings kann ich ihre Fähigkeiten nicht einschätzen. Ich bräuchte jemanden, der sie für mich unter die Lupe nimmt. Was hältst du davon? Bezahlt ist der Job natürlich auch. Ich kann die Splitter brauchen. Ich nehme die Bewerber unter die Lupe, wie du willst. Ich kann die Splitter gebrauchen. Ich nehme die Bewerber unter die Lupe, wenn du willst. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Also pass gut auf. Die Kandidaten heißen Daryl, Nyra, Rorik und Riley. Obwohl, vergiss Riley. Dem vertraue ich nicht. Und was den Rest angeht, entweder wollen sie den Job oder ich denke, dass sie gut darin wären. Allerdings habe ich auch bei einigen meine Bedenken, was Loyalität oder Können angeht. Ich will, dass du herausbekommst, wie vertrauenswürdig sie sind und wie gut sie mit Technik umgehen können. Wegen den Kandidaten für den Job? Ja. Wer ist Daryl? Wer ist Daryl? Daryl ist ein Outlaw. Er hat sich mir angeboten. Keine Ahnung, ob ihm zu trauen ist. Wenn er vertrauenswürdig ist, sollten wir ihn nehmen. Es ist schon genug politischer Sprengstoff zwischen uns und den Outlaws. Je mehr wir demonstrieren, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten können und wollen, desto besser. Wo er sich aufhält, weiß ich allerdings nicht. Er muss sich irgendwo hier in der Stadt befinden. Erzähl was über Nyra? Erzähl mir etwas über Nyra. Nyra gehört zu den Alpseparatisten. Sie hält sich irgendwo im Westteil der Stadt auf. Vermutlich wie die anderen Separatisten irgendwo im Elendsviertel da hinten. Du willst eine Separatistin als Technikerin einstellen? Das ist eben genau das, was du herausfinden sollst. Alps haben häufig ein hohes technisches Verständnis. Aber, naja, es sind nun mal Alps. Ich weiß nicht, ob wir ihr trauen können. Was weißt du über Rorik? Was weißt du über Rorik? Tja, ich spreche jeden Namen falsch aus. Ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal irgendwo links neben Vitos Kneipe gesehen. Ich weiß, dass Rorik damals in Goliath daran gearbeitet hat, aus den Maschinen Elex zu extrahieren. Ich denke, ich könnte ihm alles beibringen, was er wissen muss. Außerdem sollten wir versuchen, die Berserker hier in der Stadt zu halten. Ihre Magie ist sehr mächtig und sie sind starke Krieger. Sie hier zu haben, wird uns helfen, wenn die Alps angreifen. Bei ihm ist es wichtig herauszufinden, ob er überhaupt etwas mit Technik zu tun haben will.
Okay, danke für dieses Rumgebohre. Ist überhaupt nicht laut. Ich nehme das ganz ernst. So, du bist alles ganz ernst. So, würde ich sagen, machen wir das als nächstes. Und somit auf.